Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom One-on-One. Heute zu Gast ist ein Olympia-Silbermedaillengewinner und der Sieger vom Skicross-Weltcup 17-18. Der Rede ist von Marc Bischofberger. Marc, schön, bist du da. Hallo, danke vielmals. Olympia-Silber oder Kristallkugel vom Skicross-Weltcup? Was ist dir lieber? Es ist immer eine gute Frage und auch eine schwierige Frage. Bist du nicht der Erste, der sie dir stellt? Nein. Okay. Ja, es ist extrem schwierig. Also für einen Athlet selber ist eine gesamte Weltcup-Kugel extrem schwierig in dem Sinn, halt, dass man muss konstant sein über eine ganze Saison. Und Olympia nur alle 4 Jahre, ein Tag. Und ja, eben, man sieht selber, es ist schwierig, um da wirklich etwas schwerer zu gewichten als andere. Also die Saison 17-18 war deine, die Saison 18-19 eher weniger. Woran hat es gelegen? Immer noch das Knie? Ja, nein, würde ich nicht sagen. Also, ich kann vielleicht schon sagen, dass irgendwo unterbewusst das Knie sicher noch eine Rolle gespielt hat. Ich selber das Gefühl hatte, es hebt perfekt. Also, ich habe mich gefühlt wie vorher, als ich nichts hatte. Und das war wirklich super gewesen. Und ja, war leid. Es ist immer schwierig. Ich glaube, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es sofort geändert und dann wäre die Saison am Schluss noch ein bisschen besser verlaufen. Also, es ist schwierig zu sagen, es war da oder da gewesen. Dank eurem starken Schweizer Skicross-Team fällt es jetzt mal nicht so auf, wenn einer mal nicht so gute Saison gehabt hat. Ich habe immer so das Gefühl, bei euch ist es egal, wer vorne mitfährt. Da haben einfach alle Freude, wenn es einer macht. Ja, das ist wirklich so. Ja. Und jetzt, gerade speziell diese Saison haben wir es extrem getroffen, dass auch noch viele Junge jetzt gerade nachzüchen, die auch mal Podest gefahren sind. Eben, wir haben zum Beispiel den Regetz, der neu dabei war, den Jos, der seinen ersten Weltcup-Sieg hat. Und das macht natürlich extrem Spass. Und ja, es ist immer, wie gesagt, es ist immer einer, der eigentlich vorne mitfahren kann. Und wir trainieren ja zusammen und wir sind ein Team. Und ich denke gerade auch bei uns speziell, da wir schon in der Vorbereitung als ein Team immer zusammen sind, schweißt es da auch ein bisschen zusammen. Und dann, wenn jemand den Erfolg hat, dann feiert man da selbstverständlich mit und freut sich da mit für die anderen, ja, und für das ganze Team halt. Wir haben einen super Team-Spirit, das ist genau. Bekannt. Was ist euer Geheimrezept? Das Geheimrezept? Ja. Weißt du, von den Skifahrern nimmt man es teilweise in gewissen Gruppen nicht so wahr. Weißt du, von den Alpinen zum Beispiel, so, dass so ein guter Teamspiel hat. Was macht ihr? Was macht euch besonders? Ja, was macht uns besonders? Ja, ist noch schwierig zu sagen. Halt, ich denke dadurch, dass wir wirklich immer oder fast immer aufeinander sind. Und gerade auch ein paar, die mit mir sind, so der Alex, der Nidi, der Jonas, der Jos, die trainieren. Wir trainieren im Sommer auch noch miteinander. Wir kommen von dort schon, also wir sind zum Teil wirklich das ganze Jahr miteinander umeinander um und trainieren miteinander. Und ich denke, das schweißt einem auch zusammen und die anderen kommen dann dazu zu ASV. Man muss als Team arbeiten. Ich meine, wir haben jetzt nicht ein riesen Budget, dass jeder könnte privat geschult werden oder trainiert werden. Und so müssen wir zusammenheben als Team. Und ja, wir arbeiten zusammen. Es kann auch mal sein, dass wenn der Neue nicht drin ist, dass wir den ganzen Start ausschaufeln müssen. Mhm. Und das macht man dann als Team und da hilft jeder mit. Und ich denke, da ist auch nachher der Erfolg, den man dann abgeben und den man miteinander feiern. Was macht ihr an diesen langen Tagen im Ausland, wo ihr teilweise den ganzen Nachmittag frei habt? Jassen, Pokern, was ja, ist das so? Ja, Jassen ist ziemlich kratzen, nennt sich das Spiel. Okay. Da machen wir viel. Fußballtennis spielen wir viel, das ist auch so eine Leidenschaft, die wir als Team entwickelt haben. Und ja, ich habe angefangen, am Schluss noch ein Nintendo 64 wieder mitnehmen. Hast du einfach ins Ausland schon überhaupt Nintendo 64? Ja, ins Ausland bin ich gerade schon nicht. Aber es ist so, ich sage mal, wenn mal Deutschland, Österreich oder so, nehme ich es dann schon mit. Dann spielen wir wirklich die alten Games mit einer richtig schlechten Qualität. Halt einfach ja, weil wir es, keine Ahnung, wir sind aufgewachsen mit dem. Mhm. Und wir haben den Plausch gehabt letztes Mal. Wie viele Tage bist du daheim in der Saison und wie viel bist du unterwegs? Oh, ja, schon viel weg. Ja. Und wenn wir daheim sind, dann schauen wir, dass wir noch irgendwie, oder dann gehen wir eh gut trainieren, sei es im Konditionellen oder im Skifahrerischen. Von dem her, so effektiv Tage daheim übernachten im Winter, gibt es schon nicht viel. Ja. Okay. Auch dank dem Vizepräsidenten ist so ein bisschen die Klimathematik im Wintersport aufgekommen. Wie stehst du da so ein dazu? Es haben sich ja schon ein paar dazu geäußert. Zum Ganzen, ja, eben, es ist klar, ja, das Thema ist vorhanden. Das Thema gibt es, abstreiten kann man da nicht.
Und ich merke es ja selber, ich meine, es funktioniert fast nicht mehr ohne Kunstschnee. Also man muss Piste im Dezember, es sind praktisch nur Kunstschneepisten. Ich habe das Gefühl, der ganze Winter hat sich einen Monat zurück verschoben. Und ja, wenn man nicht handelt, dann weiß halt nicht, falls sie dann mal Kind hätte, ob die jemals werden können auf einem Gletscher Ski fahren. Mhm. Oder ob sie schon in einer Skihalle, blöd gesagt, auf Holland oder weiß gar nicht wo. Denkst du, es gibt im Skicross auch noch Optimierungspotenzial? Vielleicht auch von der Planung der Weltcuprennen? Ja, ich denke schon. Ja. Vor allem, dass man, wie man die Austragungsart leitet. Also zum Beispiel, ich sage jetzt ein dummes Beispiel, haben wir noch nie gehabt, aber nicht, dass du auf Amerika gehst und dann müsstest du ein Rennen in der Schweiz und dann hättest du wieder ein Rennen in Kanada. Sondern dass du so die Reisestation halt schaust, dass, ja, dass dann halt alles aneinander eine schöne Schlaufe gibt und nicht einen Zickzack quasi auf der Weltkugel, wenn du nicht hin und her fliegen, sondern schauen, dass da, wo nahe ist, eigentlich gerade nacheinander stattfindet. Zurück zu dir. Kannst du vom Skicross leben oder hast du noch andere Anstellungen? Ja, mittlerweile bin ich seit eineinhalb Jahren, glaube ich, oder darf ich es professionell machen. Mhm. Und ich habe hier eben eine Anstellungspension mit der Schweizer Armee, die sehr gut ist. Ich habe weitere Sponsoren wie die Sporthilfe, die mich unterstützen. Meine ganzen Sponsoren wie Appenzeller Bier, also Privatsponsoren. Da kommen dann auch viele dazu, Verbandssponsoren. Und ja, da alles hat man es dann ermöglicht, um das professionell zu machen. Und ja, ich werde, solange es geht, werde es gerne so weitermachen. Und es ist natürlich immer auch ein bisschen gesundheitlich abhängig. Ich frage auch, weil ich auch bei dir auf der Webseite sehe, du bietest Referat an. Man kann dich buchen. Was wollen denn so Leute von dir wissen? Oder was erzählst du denn amigs? Ja, also ich glaube immer, die meisten Leute haben gerne, wenn so ein bisschen Geschichte kommt, die nicht alltäglich ist. Also ich glaube, es gibt da eben so verschiedene Geschichten, die halt passiert sind, auch lustige Geschichten. Ich nehme gerne eine. Ja, zum Beispiel eine, die immer gut ankommt, ist, wo wir von der Olympia halt am Abend in den Ausgang sind, nach dem Medaillengewinn, habe ich halt die Akkreditierung irgendwo verloren. Ich glaube, ja, es war irgendwo beim Alex im FIFA im Rucksack gewesen, und ich bin dann halt nur mit der Medaille hergelaufen und habe gefragt, ja, ich glaube, das wird schon lange, weil im olympischen Dorf jetzt immer so Eingangskontrolle. Da haben wir einzeugen können, bis wir reingekommen sind. Gleichzeitig ist der Kollege noch aufs hatte so einen Scanner gehabt, wo halt wie im Flughafen, wo du das Gepäck scannst. Er ist gerade dort drauf gelegen und so dir den Scanner durchgegangen gegen den ganzen Körper, dass er nicht muss irgendwelche Wertsachen aus der Tasche nehmen. Das sind halt so Geschichten, wo dann die Leute gerne hören. Ja. Okay. Bevor du Skicrosser geworden bist, hast du es auch bei den Alpinen probiert. Dann ist die schwere Knieverletzung gekommen. Ich habe es gelesen, du hast schon mal kein Gefühl gehabt, im Fuß teilweise. Wieso hat es im Alpin nicht mehr geklappt, aber im Skicross nachher dann schon? Ja, das ist schwierig. Ich glaube, im Alpin habe ich mich dann wie durch die schlechten Resultate, also ich habe mich dann zurückgekämpft, habe die Verletzung probiert, ja, so gut es geht, auszukurieren. Habe mich auch nachher gut gefühlt. Und nachher habe ich einfach die Erfolge nicht mehr gekauft von vorne und das hat mich auch irgendwo durch deprimiert. Und dann habe ich mich dazu entschieden, zum aufhören oder zum zurücktreten. Ich bin dann ein Jahr lang wirklich fast nie auf den Ski gestanden. Und nachher per Zufall hat der Kollege angerufen und gesagt, hey, da Skicross, das sieht doch noch cool aus. Das ist genau das, was uns eigentlich gefallen. Und dann habe ich gesagt, ja, da bin ich dabei. Wieso das im Skicross klappt, hat auch seine Zeit gebraucht, bis ich vorne fahren konnte. Ich sage, ja, das ist immer schwierig zu sagen, wieso es dort klappt, wieso nicht. Vielleicht war es einfach besser zugeschnitten auf mich. Und irgendwo durch war es genau das, was ich eigentlich gesucht habe. Es war immer da gewesen, und aber ich habe erst quasi dann nach dem Alpin habe ich erst wahrgenommen, die Chance. Und habe mich dann dort angemeldet und beim Kollegen zusammen gefahren. Also bist du zufrieden, dass du Skicrosser geworden bist und jetzt nicht Alpin fährst? Definitiv. Ja, Skicross ist eigentlich die Sportart, die bietet so viel und es ist so cool. Und klar, ich sage immer so, wenn ich so Kitzbühel schaue oder so, oder Wengen, so oder Bormio, die Klassiker, dann fuchst es mich schon auch, dann würde ich schon auch gerne wieder mal, oder dann sage ich sicher auch, wäre cool gewesen, um dort mal fahren. Aber jetzt nicht so, dass ich muss sagen, oh, ich traue extrem am Alpin noch, sondern ich habe eine Art, ja, mit dem Skicross eigentlich den gefunden, wo mich am glücklichsten macht, und das ist das Coole. Hast du das Gefühl, dass
der Skicross amix ein bisschen im Schatten vom Alpin steht? Also TV-Übertragung, auch Sponsoren, Zuschauer aufkommen. Ja, das hat sicher noch, das ist sicher noch so, ja, dass wir noch ein bisschen im Schatten stehen. Und wir sind eine Rennsportart. Und, aber ich denke, wir kommen immer, oder immer mehr Leute sind extrem interessiert an uns und das gefällt ihnen. Und wenn es mal übertragen wird, weil das Coole ist, wenn es mal übertragen wird, dann sagen die Leute immer, ja, es ist mega spannend. Und sie, sie finden das extrem interessant, auch halt, dass sie direkt sehen, ja, wieso das jemand schneller ist. Und nicht nur eine Uhr auf der Seite haben, die grün oder rot aufleuchtet. Ja. Nein, aber ein bisschen im Schatten stehen wir schon. Aber da ist uns auch bewusst und ich denke, ja, für uns ist das noch okay. Klar würden wir gerne noch ein bisschen mehr wachsen. Ich habe noch eine wilde Theorie. Ich habe die mal mit einem Ex-Skicrosser besprochen. Und zwar, wenn man Skicross würde aus dem Freestyle rausnehmen und im Alpin integrieren, als eigene Disziplin, wie zum Beispiel ein Slalom oder ein Riesenslalom, einfach Disziplin Skicross im alpinen Skizirkus. Nicken oder ablehnen? Das fände ich eigentlich eine gute Idee, ja, weil klar, wir gehören jetzt momentan am Freestyle an, aber wir sind ein Rennsport. Das ist das Einzige, was uns noch unterscheidet von keinem Rennsport, ist eigentlich unser Kombi, das mittlerweile nur noch vom Knie abwärts ein bisschen flattert. Und ja, es geht um Zeit, es ist der Kampf, es ist eigentlich für mich gesehen sowieso eher ein Alpinsport als ein Freestyle-Sport. Mhm. Und es gibt viele ehemalige Alpinfahrer, die auch mittlerweile im Skicross sind, also die auch Weltcup gefahren sind. Sigi Klotz zum Beispiel. Genau, ja. Wie geht es bei dir weiter jetzt, nächste Saison? Kein Grossanlass, meinte ich? Genau, ja. Langweilige Saison, oder wie? Ja, es gibt so etwas, was Kugeln heisst. Ja. Das will ich wieder. Ja, die würde ich schon gerne wiederholen. Ich weiss, dass es schwierig ist. Ich weiss, dass ein Haufen gute Fahrer hat im Skicross, die die Kugel auch wollen. Aber ja, ich werde jetzt mich gut vorbereiten, den Sommer Vollgas geben. Jetzt kann ich mich mal ohne Verletzung vorbereiten. Ganze Kondisaison, sage ich mal. Und ich glaube, dann werde ich voll parat können sein für die nächste Saison. Zum Abschluss möchte ich dich noch bitten, mir ein paar Sätze zu beenden. Ich gebe dir jeweils den Einstieg, du machst einfach fertig. Die Bischi Fanatics sind... Eine wilde Horde. Gut. In meinem Auto hat es immer... Sag jetzt nicht ein Steuerrad. In meinem Auto hat es immer... Ja, mein Portemonnaie und das Handy. Okay. So Zeug. Aber abgestellt, he? Während dem Fahren? Selbstverständlich. Gut. Meine grösste Angst ist... Grösste Angst... Schwierig zu sagen. Platzangst habe ich. Also, als wir vorhin mit dem Lift hochgekommen sind... So extrem ist es schon. Nein, gut. Ist wirklich, wenn ich muss irgendwo in eine Röhre oder so reinkriege. Okay. Ein Schlitzohr bin ich bei? Oder bin ich weg? In vielen Sachen. Ja, beim Skicross unter anderem, zum Teil. Okay. Sicher, ja. Noch etwas aus dem Privaten, wo du ein Schlitzohr bist? Ja, schon ab und zu, wenn ich meine Meinung will durchsetzen will. Schlitzohrisch durchsetzen. Besten Dank, bist du da gewesen und hast dir Zeit gemacht. Ja, danke. Ich wünsche dir alles auch. Gute für die kommende Saison. Danke für mal. Und für die weiteren Medaillen, die dann irgendwann mal noch dazukommen. Ja, das Ziel. Ja, danke vielmals. Das war es wieder mit dem One-on-One. Besten Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.